Schreib noch folgende Worte auf. Schreib noch folgende Worte auf, die sehr wichtig sind für das Dunkel weicht zurück. Die Worte, die dann kommen, die sage ich euch dann nachher. Die Ureinheit der Lebensstrahlung aus dem Urgeistigen kommt über die Strahlung des Vollmondes in den dazu geöffneten Menschengeist. Gleiche Art senkt sich förmlich in die Gleichart des Geistes. Das ist eine große Gnade aus dem Licht. Es ist ein Geschenk Gottes, dass wir dies erleben dürfen. Und nun können Sie die Sätze aufschreiben. Das sind Werkzeuge für den Übergang, für die jetzige Zeit, die schwer wird. Also, in der Zahl 312 schwingt, der Vollmond ist die Brücke vom Licht zum Menschengeist. Damit ist das Licht, das göttliche Licht gemeint, natürlich. 321. Heilige Gotteskraft sei mit euch, die ihr die rechten Wege dankbar gehen wollt. 132. Alles Dunkle weicht zurück. Seid mutig und sagt das oft. Alles Dunkle weicht zurück. Bannt das Dunkle, lasst es außerhalb von euch sein, lasst es ja nicht in eure Wohnung rein, in euer Heim, in euer Zuhause. 123. Die Schönheit soll durch alle unsere Werke fließen. Unsere Werke, das ist auch unsere Anmut, ist auch ein Werk. Ein Werk ist nicht nur das, was wir tun mit den Händen. Unser Werk ist das Reden auch. Die Schönheit soll durch alle unsere Werke fließen. Die Sprache, wenn wir rausgehen in den Alltag, dass wir die Sprache erhalten, dass wir uns schön kleiden, das ist ein Schutz. Die Schönheit ist ein Schutz. Das hat der Mensch vergessen. Darum ist er jetzt schutzlos. Alle, die einkaufen gehen, sind in Grau, Braun und Schwarz angezogen. Keiner trägt Weiß, keiner trägt Farbe. Schaut auf das, schaut auf diese Zeichen, wo die Menschen sind. Ihr müsst auf die Zeichen schauen. 213. Jetzt kommt ein langer Satz von Abdruschin. Ihr habt damit das Glück oder das Unglück in eigener Hand. Hebt deshalb stolz das Haupt und frei und grün die Stirn. Das Übel kann nicht nahen, wenn ihr es nicht ruft. Wie ihr es wollt, so wird euch geschehen. Abdruschin. Ist das nicht gewaltig, dieser Satz? Ich sage ihn nochmal. Passt auf. In der 213 schwingt, ihr habt damit das Glück oder das Unglück in eigener Hand. Hebt deshalb stolz das Haupt und frei und grün die Stirn. Das Übel kann nicht nahen, wenn ihr es nicht ruft. Wie ihr es wollt, so wird euch geschehen. Von Abdruschin. Und diese alle Zahlen zusammen ergeben 231 dann auch noch, es beginne. All die Zahlen zusammen erhalten 333, dreimal Licht, die Ureinheit der Lebensstrahlung. Großes liegt in diesen Worten begründet, es ist so groß, dass wir Menschen es nicht zu fassen vermögen. Nur ein Ahnen davon streift unseren Geist und er möchte einfach nur versinken vor dieser großen Liebe, die uns ein letztes Mal noch gewährt wird. Lassen Sie sich den Satz aus 213 mehrmals laut lesen, in sich einwirken. Es bewirkt ein Wunder. Ich sage ihn noch einmal, das letzte Mal.
ihr habt damit das Glück oder das Unglück in eigener Hand. Hebt deshalb stolz das Haupt und frei und grün die Stirn. Das Übel kann nicht nahen, wenn ihr es nicht ruft. Wie ihr es wollt, so wird euch geschehen. Abdruschin. So viel zu heute von Markus Bösch.